Leute, willkommen zurück zu Digimon World Next Order. Es hat sich was getan in der Stadt, und zwar scheint es so, dass Digimons Haus bzw. die Einrichtungen im Zentrum um eine Stufe aufgestiegen sind. Okay, das betrifft eigentlich nur Digimons Haus, aber meinetwegen auch alles, habe ich gar kein Problem mit. Ja, wobei hier sieht jetzt alles gleich aus, also naja. Ich bin eigentlich gerade dabei, meine morgendliche Runde zu machen. Na, fliegen wir mal in die Felder, wobei das geht. Wir haben ein bisschen Zeit. Die Sache ist nämlich die. Ich fürchte, es geht mit Dynasmon jetzt bald zu Ende. Deswegen würde ich die Zeit, die wir mit ihm noch haben, gerne nutzen. Jetzt haben alle Hunger, okay. So, ich schicke die einfach auf Suche. Das gibt zwar nie was besonders Gutes, habe ich das Gefühl, außer man gibt dafür auch Geld aus. Aber es ist schon in Ordnung so. Okay, beide sind jetzt satt. Ja, was machen wir heute? Das ist eine gute Frage. Ich gehe jetzt noch eben in Digimons Haus, denn da hat sich ja wirklich was getan. Ja, naja. Oder doch nicht? Naja. Wir sollen zu Kap Mut gehen, hat Mamiyo gesagt. Das könnten wir tun. Ich fürchte allerdings, dass wir dort einige Probleme kriegen werden, denn die Digimon dort sind stark und Aerovidramon ist nur auf dem Champion-Level. Aber bis es auf dem Ultra-Level ist, ist wahrscheinlich auch Dynasmon schon tot. Also, ja. Gut, die Reise dahin kostet nicht viel, nur 1600 Bit. Haben wir locker. Reisen wir dahin und schauen, dass das auch irgendwie alles lohnt. Ja, da hinten. Okay. Mal hier ein bisschen Flüssigkeit mit. Nicht nur Mameos hier, auch Kota mit, wie heißt das nochmal, Yukimura, das Growlmon. One more time, Yukimura. Yeah. Exhaust flame! Come on! You won't get stronger than anybody with an effort like that. Oh, Kota, sei nicht so streng. They've been like this since I arrived. Training like they're possessed. You can tell just from looking. Yukimura isn't up to this. But even using force, I don't think I could stop them now. And I know I'm not setting a great example, but I need to ask you to put a stop to it. Okay, und wie? Don't try and stop us. This is Yukimura's and my problem to solve. Naja, es ist ganz schon so ein bisschen ein Missbrauch, oder? Hey, oder Misshandlung eher. Yukimura? You done already? No. Not yet. That's right. Do your best, Yukimura. We'll be stronger than anyone else out there. We decided we'd do whatever it takes, even if that means altering our form. Was? Kota, if that's what you want, I'll... Oh nein. Not good. Brace yourself, Yukimura. As long as you don't lose your will, all that power can be yours. Wird es jetzt sofort zu Megidramon? Auf das Mega-Level? Also überspringt es das Ultra-Level? Oder wird das zu Black Wargromon? Oh je. Und dann schön diese Digitationsmusik. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, Skull Greymon! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Scheiße! Okay, es ist auf jeden Fall besser als Megidramon, denke ich. Aber schon übel, oder? What? Why? That's not Machine Draymon. Wolltest du Machine Draymon digitieren, okay. Oh, wie wir gucken. Yukimura! Ich
Klar, okay. Geil, Greymon ist natürlich auch kein einfacher Gegner. Aber wir haben echt ein starkes Team. Nimm mal Items aus. Nicht ganz so gut. Sollte aber funktionieren, oder? Wir könnten theoretisch auch eine Echse machen, also es ist auf jeden Fall möglich. Aber wir machen auch schon so gut Schaden. Ich muss natürlich mit Weedramon hier gut heilen. Aber es geht schon irgendwie, glaube ich. Doch, doch, den Kampf gewinnen wir. Wir machen echt guten Schaden. Und sobald wir die Echse ausführen, ist ja sowieso alles in Ordnung. Ich muss nur echt mit Weedramon immer heilen. Hat auch nicht die beste Ausdauer. Ich habe sehr viel auf TP gemacht. Man sieht es auch. Es hat eigentlich 21.000 TP. Das ist schon heftig. Und gleich können wir die Echse ausführen. So. Oder? Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Oh, das geht doch nicht. Also die beiden können keine Echse ausführen. Ja, das ist natürlich schlecht, aber dann... Der Lind vom Odem. Da müssen wir jetzt anders gewinnen. Das ist auch kein Problem. Wir gewinnen auf jeden Fall. Skullgrammon ist fast schon besiegt. Ach, schade, dass die keine Echse ausführen können. Aber ich dachte es mir schon fast, weil Mega und Champion Level, das passt nicht so richtig zusammen, oder? Na gut, Hörnerangriff noch dazu und dann müsste es erledigt sein. Da müssen wir ihm zwar gleich ein Pflaster geben, aber das ist ja kein Problem. Ja, okay. Und es hat eigentlich doch eine ganz gute Ausdauer. 2000? Ist nicht schlecht, oder? Okay. Oh nein. Das geile Grimmon ist wieder zu einem Ei geworden. It seems effective. That is, I wonder if my auto-learning program is doing even better than I thought it would. Sorry, just talking to myself. Anyway, we've got other things to worry about. Yukimura, I'm sorry. Was soll ich sagen? Meine Digimon sind auch schon gestorben. What were you so impatient for? You're not a kid anymore. Didn't you think for a second it might turn out like this? Because I've got nothing. I can't do anything. I just wanted to have something I could be sure about. Our friend here is obviously special. And Himari's so sure of herself. I'm the only one who's just... nothing. It was the same in the real world, too. I mean, not to brag or anything, but... I did great at school and sports, and I could read people pretty well. I'm sure I was the kind of guy people would be jealous of. And of course I appreciated that. But all the same, when I had to actually think about what I wanted to do in life, I realized I was just... empty inside. Aww, Amakota. Everyone would talk about their dreams and goals, and I'd just try and think of a single thing I really wanted to do. I had this vague picture of how I'd enjoy myself. Find some job or other, get married or something, get older, and just have a pretty average, decent life. But suddenly, I felt like my footing wasn't stable anymore, and I started to panic, thinking I had to find something. And that was when I got summoned into the digital world. Here, I finally felt like I was special. I believed there was something only I could do. But it turned out, I was wrong. I was sure of that after I met this tamer. I knew right away that I was just an empty nobody after all. And so I ended up mistreating my partner, the one I was supposed to care for more than anyone. And now, I'm the worst. I'm so stupid, so pathetic. It's true. It was pretty stupid of you. Oh, Mama mio. Ich meine, okay, das, was hier passiert, ist echt traurig und dramatisch und voll die Tragödie. Aber er sagt einfach, ja, das stimmt. Das war dumm von dir. You've got a partner who believes in you and risks all kinds of danger for you, no matter what. A bond so strong that even in altered form, they wouldn't lose sight of who you are.
You've got friends who come running to your aid. And you still think you're a nobody? All this time, you never noticed that you had something no one else has in your hands all along. Looks like help came at just the right time. Let's get back to town for now. We need to let Yukimura get some rest. Yeah. Occupational hazard, I guess. He was trying too hard to put up a good front. As cool as he talked, he still relied on you so much. Not that I'm really one to talk. Hope you can give me a pass there. You ought to take a rest too. I have a feeling things are about to get pretty busy. So, the antivirus program opens up new possibilities for altered Digimon. Fascinating. Okay, und wer bist du? Hallo? Ist er der vierte, oder? Der vierte, der hier sein soll? Der vierte Halbfinalist? Klang eigentlich... Ja, klang nicht wirklich so, aber er ist wahrscheinlich der... Der ultimative Böse hier. Wir haben auf jeden Fall eine neue Mail. Gucken wir da mal rein. Kehre in die Stadt zurück. Yukimura haben wir an das GH-Programm verloren, genau wie Rika. Aber dank dir, Takuto, gab es ein Happy End. Ich möchte eine Nachbesprechung abhalten. Komm daher bitte zu meinem Haus. Ja, machen wir das, oder? Hey, perfect timing! Long time no see. Oh, Mirei, hallo. Things have finally recovered to the point where we can send and receive video signals again. Thanks to all of you. I can't thank you enough. Still, I can't maintain this for long. Apologies, but let me get straight to the point. First, about the changes to the digital world. As you're aware, all of it stems from the spread of the BH program. I tried to look into ways to solve the problem, and that was when I managed to access the territory of this world. Changes in one world can sometimes ripple outward and affect other worlds for the worse. There have been times when the digital world began to creep into the real world, leading to disaster. Normally, that simply means we must address some issues that seem innocuous. But the BH program trapped me, and I almost ceased to exist altogether. As I was trying to shake things up, I happened to access the digital world's own self-purification function. Within that process, I discovered a way to digitize humans from the real world and draw them into the digital world. I see. So it was like what happened to me before. It's an emergency measure that the digital world can take in times of crisis, yes. Mm-hmm, okay. So, the fact that we were summoned here was... Yes. It was the will of the digital world. Huh? It was? I guess our connection from that tournament back in fifth grade was just coincidence then. The fact that I'm even able to connect and speak with you is due to your ability to resist the effects of the crisis. But it seems that our only hope against the BH program is for you and the Digimon to combine forces. That's right. We've been pulling our weight, too. We've been working on Mr. Mameo's prototype antivirus program, and it's finally getting close to completion. I hadn't told you about this yet. Well, with everything that happened with Himari and Koda, I realized my prototype might be more useful than I'd thought. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich sehr nützlich. Immerhin haben wir damit schon Rika und, naja, so ein bisschen auch Yukimura retten können. I threw together a new one and gave it to Talmon, complete with the new test data. Yes, that test data was quite useful. An unexpected benefit of Kota and Himari's episodes, perhaps. You're welcome? It looks like this world chose its helpers well when it summoned you. Only problem left is, how do we spread the antivirus program through the entirety of the digital world? There's a big mesh of underground network cables stretching all over the digital world. If we transmit the antivirus program from server tower, it ought to spread everywhere, no problem. The digital world's network isn't functioning properly right now, though.
I suspect that a critical cable may have suffered some damage during that machine Draymon rampage. Simultaneous transmission won't be possible unless we can fix it. Then we'll need to pinpoint the damaged area. Let's ask Digimon from all over for information. Guess we've just got to tackle one problem at a time. Isn't that right? Okay. I'll gather information as well. I may not be able to operate freely just yet, but I can at least send Digimail. Dann haben wir also wieder einen neuen Plan. Und was zu tun. Ja, Sachen sind im Lager, okay. Mail. Lade mir Digimon zu uns. Um die beschädigte Stelle am Kabel zu finden, müssen wir Informationen sammeln. Wenn wir Digimon in die Stadt holst, kriegen wir, was wir brauchen. Okay, naja, gut. So ein richtiger Plan ist das noch nicht, außer Botamon hat vielleicht irgendwelche Hinweise. Ja, gut, Goblimon. Ja, Ja, die Uruino-Einöde, das ist unser Problem. Wie sieht das denn hier aus? Haben wir das gelöst? Ja, doch, müssten wir eigentlich. Bestes Fleisch 20 Mal will er. Verdorbenes Fleisch 20 Mal. Oh, wir müssen mal zu Leomon gehen. Das haben wir erledigt. Wie sieht das denn aus mit unseren Items? 17 Mal bestes Fleisch, also es dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lange. Okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt noch in diesem Part machen sollen, denn wir haben eigentlich noch sehr viel Zeit. Also der Tag ist ja noch nicht rum. Ich hole auf jeden Fall mal eben das Geld von Dingens, Fugamon da oben. Ja, und dann müssten wir eigentlich mal wieder zurück in die Einöde. Nach Deus Ex Machina. Defekt Ex Machina, ich sag's mal falsch. Looking good. You did it. Na komm, besiegt es eben. Okay. Ja. Das Geld tue ich das gerne. Kriegt auch ein Lob. Schlüsselpunkte für Wargwormon wissen wir jetzt. Und Weisheit für Agunimon. Wenn er zu Agunimon werden würde, das wäre so krass. Die Schlüsselpunkte. Ja, wir haben bisher einen. Und den wir wissen. Weisheit brauchte ich nicht. Aber es ist krass, er braucht 54.000 TP. Das kriege ich niemals voll. Wenn er zu Agunimon werden möchte, also das wird nichts. Ja, ich fliege jetzt noch zur Uguino-Einöde. Denn auch wenn der Tag schon sehr weit angebrochen ist, ich vermute, dass wir, wenn wir erstmal oh, jetzt muss ich auf Toilette. Wenn wir erstmal am nächsten Tag sind, Dynasmon wird schlapp machen. Es hält nicht mehr lange durch. Es ist 18 Tage alt. So ein Mega-Level-Digimon wird, glaube ich, höchstens 20 Tage. Also, ist mir zu riskant. Und daher nutzen wir die Zeit, die wir haben. Auch wenn es teuer ist. Ich will wenigstens mal eben mit Leomon reden. Denn ich glaube, wir haben Informationen gesammelt und jetzt geht die Quest bei Leomon weiter. Aber Materialien können wir auch noch sammeln. Nehmen wir alles mit. Boah, der Weg hier runter ist immer so weit. Dann müssen wir wieder da hoch und dann müssen wir wieder kämpfen und
Naja. Okay, alles klar. Red Wiedermann freut sich und springt hier rum. Oh, was haben wir hier? Da liegt etwas auf dem Boden. Sieht nach einem Papierfetzen aus. Ob jemand versteht, könnte es vielleicht aus einem Tagebuch stammen? Ich bin in einer anderen Welt, muss einen Weg zurückfinden, schnell. Habe immer noch die Kraft, bevor sie herkommen. Könnte von Meikumon sein, okay. Oh, was? Drei Pedomon? Von den letzten Spuren der Datenwellen. Sieht aus, als hätte es einen Kampf gegeben. Er kann nicht gut ausgegangen sein. Wir müssen uns beeilen. Halt, da drüben. Was? Sind auch Menschen in dieser Welt? Okay. Fragen. Ich glaube, die wollen das Papierstück hier haben. Captain, das solltest du vielleicht lieber nicht anfassen. Ich hab's berührt. Stopp, hör auf! Zu spät. Bruder, gib das her! Ohne Kraftwelt solltest du das nicht tun. Oh Mann. Was passiert hier? Müssen wir jetzt einfach kämpfen, oder? Gut, ich meine, das wird jetzt kein so schwieriger Kampf, vermute ich. Eine Pedomon ist auch schon fast besiegt. Ist besiegt. Die anderen beiden aber auch fast, also... Ja. Kein Problem. Aber wir haben doch noch was erreicht heute. Wir haben eigentlich schon sehr viel getan. Dann haben wir Skullgrimmon aufgehalten. Warum so stark? Wir müssen uns beeilen. Wir sollten hier sofort verschwinden und Meldung erstatten. Was mit denen jetzt auf sich hatte, weiß ich nicht. Aber wir sollten später mal zu Meikumon gehen, alles klar. Ja. Jetzt erstmal hier hoch. Kann uns nicht reinlassen, aber warum? Hä? Aber ich muss doch zu Leomon. Anderen Weg? Eigentlich ja nicht. Oh Mann. Der Einöde macht mich richtig fertig. Von hier komme ich ja auch nicht weiter. Ich habe ja auch die ganzen Sachen nicht, die die da drin haben wollen. Oh Mann. Nehmen wir wenigstens das Metall hier mit, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Er lässt mich nicht vorbei, ich habe nicht genug vergammeltes Fleisch. Also ich habe gar kein vergammeltes Fleisch. Ja, und jetzt? Ach man, ist das ätzend. Jetzt bin ich hier fast umsonst hingeflogen. Oh. Ja, dann... Okay, gather up. Gehen wir hier wieder weg. Hier stattdessen... Noch zu Meikumon. Aber das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, weil jetzt habe ich... Ja... Hast du umsonst das Geld ausgegeben? Aber wer soll denn da rumschleichen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir müssen da sowieso nochmal hin, aber ja, irgendwie. Diese Einöde, die macht mir nur Probleme. Erst musste ich da hinfinden, das war schon schwer genug, und dann ja, komme ich da jetzt auch nicht wirklich weiter. Naja, sobald wir bestes Fleisch haben, können wir ja mal gucken, dass wir da schlauer werden. Oder vergammeltes Fleisch, aber das dauert noch länger. Ugh.
Die Wege sind ganz schön weit. Ich hätte wahrscheinlich wieder cutten sollen, aber ist egal. Nehme ich noch das Holz mit. Das ist aber echt viel Holz. Hört doch gar nicht auf. Ah ja. So, war Makomon hier? Ich glaube schon, oder? Bei der alten Kabelbahn. Stand das nicht immer hier? Ja, da ist es auch. Ich bin nur dumm und blind. Oh, man kann da jetzt weitergehen, oder? Ne, der Fels ist immer noch da. Okay. Ja, so kann man sich täuschen. Ah, hier irgendwas mit. Ja, okay, dann reden wir erst mit Makomon. Da. Hast du etwas gefunden? Was? Eine andere Welt? Dann werde ich wahrscheinlich gejagt. Mensch, ich... Da bist du. Okay, also... Makomon, ich glaube, du hast echt große Probleme. Nicht bewegen. Wir benutzen ein Kraftfeld. Widerstand ist zwecklos. Du kommst mit uns. Warum ich... Ah. Auf, schnauf. Was zur... Ich hab gesagt, nicht bewegen. Ah. Oh je. Na, wie konntest du... Mit einem Schlag... Oh oh. Müssen wir echt gegen Makomon kämpfen? Okay. Oh, das könnte zu stark für uns sein. Das ist zwar eigentlich ein Champion-Level-Digimon, aber Makomon ist ja sowieso ein bisschen anders. Ich find's mal richtig krass, dass das überhaupt hier im Spiel drin ist. Ja, aber wir kriegen es wohl doch besiegt. Na komm. Ja, geht doch. Gar nicht so schwer. Ja, und es gibt viel Geld. Und wir haben den Schattenschlag gelernt, okay. Wo bin ich? Du bist ein Mensch. Bist du wieder gesund? Gesund? Ich erinnere mich. Ich. Tut mir leid, ich werde zurückgehen. In die andere Welt. Lebe wohl, danke. Makomon hat etwas auf den Boden gelegt, bevor er verschwunden ist. Und was? Mein Inventar ist voll, ernsthaft. Ich hab Hunger. Over here. Ah, jetzt wird der Part wieder so lang. Here you go. Here you go. Here you go. Here you go. Und das reicht immer noch nicht. Ready to eat? So, was haben wir denn hier? Veliprudentit. Okay. Damit kann man wohl zu Makomon digitieren. Meine Vermutung. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir haben einiges erreicht. Galgraymon, das mit Makomon. Ja, in der Uruino-Einöde dann wieder nichts, aber was soll's. Ich würde sagen, der Part endet hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir... Ich weiß gar nicht, was wir tun werden. Irgendwas werden wir tun. Bis dahin, alles Gute. Okay.